Heute begeben wir uns ein weiteres Mal in die Welt der Gangs und Gangster. Ich habe mir heute ein paar Stars rausgesucht, die in der Vergangenheit ein Teil einer Gang waren oder auch Personen, die mit den Gangs connected sind. Der beste Weg, um meine Arbeit zu unterstützen, ist es, das Video zu bewerten und zu kommentieren. Schreibt mir am besten eure Videowünsche in die Kommentare. Damit starten wir in das Video. Wir schreiben das Jahr 1991. Es kommt ein Film auf die Leinwand, der sich im späteren Verlauf zu einem richtigen Klassiker entwickelt. Der Film spielt sich in South Central Los Angeles ab. South Central ist damals, wie heute, sehr bekannt für seine Gangkultur. Es spielen sich viele Dramen auf der Straße ab, die in dem Film porträtiert wurden. Boys in the Hood war so ziemlich der erste Film, der ein realistisches Bild vom Leben in South Central zeichnete. Der Regisseur John Singleton engagierte sogar 3 lokale Gangster als Berater. Diese gaben ihm einen Einblick in ihr Leben, wodurch der Film noch realistischer wurde. Ein Schauspieler in diesem Film war ein Jugendlicher namens Lloyd Avery. Dieser spielte die Rolle eines verfeindeten Gangsters. Lloyd führte vor seiner Rolle in Boys in the Hood ein relativ normales Leben. Er besuchte die Highschool und er machte mehrere Nebenjobs, um sich sein Leben zu finanzieren. Er hatte immer ein großes Ziel vor sich, die Entertainment-Industrie. Dann bekam er direkt eine Rolle in Boys in the Hood. Singleton war von der Leistung von Lloyd überzeugt und so castete er ihn in seinem neuen Film. Doch Lloyd hatte sich nach Boys in the Hood verändert. Singleton sprach später davon, dass Lloyd immer mehr zu seiner Rolle in Boys in the Hood wurde. Lloyd begann dann zu rappen und er arbeitete an einem Filmskript. Kurz daraufhin zog er in ein Viertel, was für seine Gangs bekannt ist, in Los Angeles. Lloyd zog dort mit einem Freund hin, dieser sprach später dann über die damalige Zeit. Lloyd soll sich wohl sehr oft mit jungen Gangstern getroffen haben, um abzuhängen. Er wurde von den Gangstern wohl auch immer wieder auf Missionen geschickt. Lloyd machte sich auch ein Tattoo, das auf seine Zugehörigkeit zur Gang anspielte. Seine Familie redete dauernd auf ihn ein, dass er seinen Lifestyle ändern müsste. Die Gespräche hatten wohl einen Einfluss auf ihn, daher widmete er sich wieder seiner Karriere in der Entertainment-Industrie. Lloyd bekam dann 2 weitere Rollen, doch dann holte ihn seine Vergangenheit ein. Die Behörden kamen, um ihn zu verhaften. Lloyd kam wohl während seiner Zeit als Gangster in einen Streit mit 2 Personen. Er schoss auf beide Personen und verletzte sie dabei tödlich. Der Prozess gegen Lloyd stellte sich als ziemlich kompliziert heraus. Die Zeugen waren nicht gerade vertrauenswürdig und die Beweise gegen ihn hielten sich auch in Grenzen. Lloyd wurde aber trotzdem verurteilt. Er würde den Rest seines Lebens hinter Gitter verbringen in Pelican Bay. Es kam dann zu einer Revision im Jahre 2005, die er aber verlor. Er wurde ein weiteres Mal schuldig gesprochen. Lloyd änderte sich während seiner Zeit im Gefängnis. Er legte sein Gangsterleben ab und er widmete sich der Religion. Sein Zellennachbar war ein gefährlicher Insasse, der 3 lebenslängliche Haftstrafen absitzen musste. Lloyd kam dann in einen Streit mit seinem Zellennachbarn, der fatal endete. Lloyd wurde tödlich verletzt. Wir begeben uns in die 70er nach Compton, Kalifornien. Die Fruittown Piru Bloods wurden zu dieser Zeit gegründet. Der Name setzt sich aus mehreren Vierteln in der Gang zusammen. Die bekannteste Fehde der Fruittown Pyrus führt uns in die Death Row Zeiten zurück. Shook Knight hatte Verbindungen zu dem Mob Pyrus, was auch ein Set der Platz ist. Dieser heuerte immer wieder Gangster an, damit sie für Death Row arbeiten. Anfangs waren auch Gangster der Fruittown Pyrus dabei. G. Williams wurde anfangs immer wieder von Shook Knight als Bodyguard angeheuert. Dann kam es zu einem Streit zwischen den beiden. Williams hatte sich 2 Autos von Knight ausgeliehen, wobei er sie nicht wieder zu Death Row zurückgab. Dann kam es zu einem großen Streit. Weitere Bodyguards von Death Row attackierten Williams. Dieser wurde zwar angeschossen, aber er konnte fliehen. Williams wurde dann zu einem Verbündeten von Lil Rod, welcher ein Mitglied der Fruittown Pyrus war. Danach soll eine Fehde zwischen Fruittown und Death Row entstanden sein. Es kam dann zu mindestens 2 Schießereien mit Todesfolge. Chris Brown ist wohl einer der größten internationalen Stars auf dem Planeten. Er wurde zum Beispiel dabei gesehen, wie er Handzeichen der Fruittown Pyrus machte. Chris Brown soll laut den Quellen zwar kein offizielles Mitglied sein, aber er hat zumindest Verbindungen zur Gang. Ein Gangster der Fruittown Pyrus sprach davon, dass Chris immer wieder in die Hood kam, um mit ihnen abzuhängen. Brown soll wohl hin und wieder was für die Bewohner von Compton getan haben. Er hat laut den Quellen auch immer wieder Bodyguards aus Compton angeheuert. Dazu soll er auch tausende Schuhe an die Kinder von Compton verschenkt haben. Er hatte schon unzählige Rollen in den größten Filmen der Welt. Josh Brolin spielt unter anderem den Antagonist Thanos in den Avengers-Filmen. Er war aber auch zum Beispiel in Deadpool zu sehen. Brolin sprach in einem Interview mit The Guardian über seine Vergangenheit. Er soll wohl ein Mitglied der Sea to Red Surfer Gang gewesen sein.
Brolin soll sich in der Vergangenheit an mehreren Straftaten beteiligt haben. Er war laut ihm immer wieder in Schwierigkeiten. Brolin sprach auch über die tragischen Schicksale, die er auf der Straße mitbekommen hatte. Er sprach davon, dass er 19 Freunde durch dieses Leben verloren hatte. Brolins Karriere auf der Leinwand kam dann ins Rollen, doch dann kam es zu einem Kampf in einer Bar, als er 19 Jahre alt war. Die Behörden kamen an der Szene an und sie verhafteten ihn. Brolin hätte für diese Aktion für einige Zeit ins Gefängnis gehen können. Er sprach davon, dass er alles, was er damals verdient hatte, in Anwälte investierte. Brolin verbrachte eine kurze Zeit im Gefängnis und dann kam er wieder frei. Der Rest ist Geschichte. Shia LaBeouf schaffte seinen großen Durchbruch auf der Hollywood-Leinwand. Sein Durchbruch kam, als er die Hauptrolle in der Filmreihe Transformers spielte. Doch was viele nicht wissen, LaBeouf hatte es nicht immer einfach. Er wuchs relativ bescheiden auf. Seine Mutter war eine Tänzerin und sein Vater ein Veteran des Vietnamkrieges. Shia verbrachte seine Kindheit in einem Viertel in Los Angeles. Das Viertel war gezeichnet von Gewalt, Rauschgift und Gangs. Die Gang wurde von sehr vielen Latinos bewohnt. Shias Vater kämpfte mit mehreren Problemen, als Shia noch sehr jung war. Sein Vater soll wohl auch ein Mitglied des Mongols MC gewesen sein. Seine Eltern trennten sich dann ein wenig später. Die Geschichte spaltet sich ein bisschen bei den Quellen. Einige berichten davon, dass er sich schon in den jungen Jahren mit der Harpies Gang assoziierte. Shia ist schon seit seiner Kindheit mit der Filmbranche vertraut. Er konnte schon früh seine ersten Rollen in kleinen Filmprojekten bekommen. Shias erster großer Erfolg war die Hauptrolle in einer Disney-Produktion namens Evans Stevens, die von 2000 bis 2003 ausgestrahlt wurde. Er erhielt für diese Rolle sogar einen Daytime Emmy Award. Shia bekam dann immer mehr Rollen, bis der große Durchbruch im Jahre 2007 kam. Shia LaBeouf wurde Michael Bay von Steven Spielberg empfohlen. Michael Bay war gerade dabei, den Cast für die Transformers-Reihe zusammenzustellen. Shia bekam dann die Hauptrolle im Film. Spielberg castete ihn dann aufgrund seiner Leistung im Transformers-Film für eine Rolle in Indiana Jones. Die Karriere von Shia LaBeouf wurde durch Auf und Abs gezeichnet. Shia entwickelte wohl auch Probleme mit Alkohol und Rauschgift. Nun schreiben wir das Jahr 2019. Ich beziehe meine Informationen hierbei aus dem Video von Hood War Stories. Shia bereitete sich gerade auf seine Rolle im Film The Tax Collector vor. Er begab sich für seine Rolle wieder in seine alte Nachbarschaft im Echo Park. Ein weiterer Schauspieler in diesem Film war ein Rapper namens Conejo. Dieser ist auf den Straßen bekannt als ein Mitglied der Harpies Gang. Shia soll von da an immer wieder mit Harpies Gangstern gesehen worden sein. Es gibt auch Bilder, wo man sieht, wie Shia Gangzeichen der Gang macht. Shia lebt laut einigen Quellen mittlerweile einen gesunden Lifestyle. Das war's dann mal wieder mit der heutigen Geschichte. Wen hättet ihr am wenigsten auf dieser Liste erwartet? Ihr könnt gerne den Channel abonnieren, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten.